Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Alemannia Aachen Projekt. Und wir gehen direkt weiter mit der gelb-roten Karte von Misan. Da kann Mengo mal wieder rein. Backhaus kann auch mal auf die Bank. Wir haben Slawinski, der verletzt ist, bis zum 6.10. Also gegen Baumberg fällt er aus. Aber wir haben Araucha, Auracher und Niklas Kretz. Wir haben also hochwertigen Ersatz. Ich glaube, ich werde gegen Baumberg, nein, gegen Baumberg werde ich nicht. Die sind sehr stark mit 713er Stärke. Die haben sich auch jetzt nach und nach immer mehr verbessert. Und ja, unsere Mannschaft entwickelt sich, ne? Unsere Mannschaft entwickelt sich immer mehr in die richtige Richtung. Das Einzige, was Problem ist, ist der Sechser. Da können wir nochmal bei uns im Blickfeld gucken, ob wir da nicht was Gescheites im Blickfeld haben. Wir haben nur Diallo. Der bringt es auch nicht wirklich. Was haben wir denn? Negrini, Junge. Christian Negrini. Der junge Stürmer. Ohnal. Also, da sind schon einige bei, wo ich sagen muss. Do you know what I mean? Ja, wäre schon nice, auf jeden Fall solche Spieler zu haben. Wir gehen mal auf die Richtung 70er von defensiven Mittelfeldspielern. Da haben wir Basiligo. Der wird jetzt erstmal direkt gescoutet. Und der beobachtet, der wird sogar gerade aktuell gescoutet. Das ist genau der, der gerade gescoutet wird. Cool. Das wäre dann natürlich auch schon wieder geregelt. Dann, was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier Stürmer, Slawinski und Kretz, ne? Es ist, ja. Wir sind halt noch früh in der Saison. Wir sind noch im September. Wir sind noch im September. Und wir werden jetzt jeden Monat mit den Spielern reden. Also gleich nächste Woche vor dem Spiel rede ich wieder mit den Jungs. Und wir gehen erstmal rein. Die Infrastruktur haben wir was gemacht. Da bauen wir Fitnessparcours, ist fertig. Schulungszentrum wird jetzt noch gebaut. Ja, kann ich hier Finanzen nochmal was machen? Wieder 72.000. Packen wir alles auf die Infrastruktur, damit wir da uns stetig verbessern. 8,4 Millionen haben wir aktuell Kontostand. Wir können uns nicht beschweren, aber ich muss reingehen. Weil Slawinski hat eine Viruserkrankung und ihr wisst, wie es ist, wenn ich den nicht in die zweite Mannschaft schicke, steckt er alle an. Dann steckt er wirklich alle an. Und jetzt hat unser Ersatzkeeper sich auch noch verletzt. Aktion, du bist verletzt bis zum 6.10., ne? Ja, dann in die Reserve verschieben bis zum 8.10., eine Woche. So. Dann, ja, Brettlow ist verletzt, fällt bis zum 10.10. aus. Nehmen wir Kalender, zweite Mannschaft. Oh, Alter. Das ist schon nice, ne? Diesen jungen Mann hier zu haben. Aber wir nehmen hier Blasanovic. Oder wir gehen in die zweite. Weil er spielt nicht, das ist das Ding, er spielt nicht. Wir gehen in die Jugendmannschaft und du darfst hier in den Kader kommen, eine Woche. Das Ding ist halt, er würde nicht spielen. Wenn Weiß ausfällt, so richtig lange ausfällt einer von denen, dann würde ich ihn vielleicht hochziehen. Aber dann auch nur vielleicht. Müssen wir mal schauen. Wir sind angekommen beim Spiel gegen Baumberg. Wir haben die Nachricht noch gekriegt, das Talent Kilian Stoffers drängt sich auf. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, mein Cousin halt, ne, drängt sich auf, ist aber leider mit der 47 noch wesentlich zu schwach. Nicht schwach. Wir können mal gucken, dass wir ihn im Winter vielleicht verleihen. Aber eigentlich hat er, wenn er wirklich hier zweite Mannschaft immer spielt, hat er wirklich mit Möllers zusammen. Läuft das? Sie sind in der Mittelrheinliga. Wenn ich da mal drauf gehe, Mittelrheinliga. Wie sind die Mannschaften da? 592, 643, 630, 651. Also er hat. Ja, hier Düsseldorf 2 ist da auch, ne? 651. Und ja, mit 567 sind sie hart dabei. Also sie sind hart dabei. Wir kämpfen gegen den Abstieg jedes Jahr, aber vielleicht halten sie es ja dieses Mal. Wir werden auf jeden Fall noch gucken, dass wir dann im Winter 1, 2, 3, 4, 5 junge Talente holen. Wir haben ja auch noch ein paar Scout-Berichte hier, zum Beispiel von unseren Basilio da. Ist leider nur 6 Sterne. 6 Talentpunkte. Bitte. Und wir scouten halt unsere Nachbarn aus Belgien und den Niederlanden, ne? So, wir gehen erstmal in die Niederlande. So.
Ja, komm, wir gehen nach Stärke. Ajax, Utrecht. Rick Jonkers. Wir haben hier nichts Besonderes. Aber eigentlich, wenn ich bei hier bei Fortuna sitze, nee. Bei Alkmaar, wo war er? Bei Fenerod. Wenn er sagt, okay, komme ich, dann müsste ich zuschlagen, ne? Machst du? Wo habe ich dich hingeschickt? Isak Wura, beobachtet Isak Wura, Tabelle definieren. Ach, der scoutet noch Spieler. Ich bin nur in Belgien vertreten. Dachte, ich habe ihn. Ah, nee, ich wollte ihn ja durchgehen lassen und dann schicke ich ihn in das andere Land. So habe ich das geplant. So, Belgien. A-Jugend, hier finden wir bestimmt so einiges. Ja, zwar nur 50er, bis jetzt haben wir noch keine Sterne, Talentpunkte, aber es ist in Arbeit. Ja, aber hier ist nichts, wo ich jetzt sagen muss, da müssen wir jetzt sofort zuschlagen. Da kann er noch ein bisschen arbeiten. Da kann er noch ein bisschen arbeiten und wir gucken jetzt erstmal noch mal kurz unsere Mannschaft an. Wir haben ja Üçüncü ist da, Misan ist halt gelb gesperrt, Brettlo ist verletzt, Abwehr steht, wir haben gute Formation und wir gehen rein in die Partie gegen Baumberg. Gegen AS Dortmund können wir vielleicht mal wieder Ussitalo von Anfang an spielen lassen, aber wir gehen jetzt erstmal gegen Baumberg ran und hoffen, dass wir hier die Kurve kriegen. Wir müssen näher an 1 rankommen. Aber dafür müssen wir halt gewinnen und das ist das Ding. Und Baumberg ist kein einfacher Gegner. Aber Niklas Kretz hat Bock und macht direkt das erste Tor in der 13. Minute. Das ist schon mal sehr wichtig. Dieses Tor ist schon mal sehr wichtig für uns. So. Wie geht es weiter? Ah, und nebenbei, falls ihr dieses Video guckt, es müsste es jetzt bei mir ist es jetzt Mittwoch, der 5.7. Bei euch müsste es der 7.7. sein. Freitag, der 7.7. Am 8.7. um 19 Uhr kommt mein neues Video. Ich habe in eine Online-Umfrage gemacht auf Facebook. Auf Facebook, auf YouTube. Und habe da mal geschaut, weil wegen einer Umfrage wegen FIFA. Ich mache jetzt nur noch ein Video die Woche FIFA. Und das kommt jetzt immer dienstags. Und Samstag kommt dafür mit Wacker Nordhausen aus der Oberliga. Da hat mir ein Zuschauer geschrieben, ob ich da mal eine Karriere mitmachen kann. Habe ich ihm versprochen. Habe ich gesagt, ja, okay, die nächsten Tage frage, mache ich eine Umfrage. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann starten wir da auch nochmal so, aber nur einmal die Woche, so wie Panathinaikos, weil Alemannia Aachen ist mein Hauptprojekt. Deswegen kommen davon 2 Wochen, 2 Folgen die Woche. 2 Wochen die Folge. 2 Folgen die Woche. Und da müsst ihr mal reinschauen. Nebenbei, ich streame aktuell auf Twitch jeden Donnerstag, jede Donnerstagnacht. Und dann müsst ihr mir einfach auf Instagram folgen. Link müsste in der Beschreibung sein oder einfach Teichchef bei Instagram eingeben. Da poste ich jedes Mal einen Tag vorher. Ja, morgen bin ich live, mache ich jetzt gleich auch wahrscheinlich nach der Aufnahme. Und kurz bevor ich online gehe und während ich, wenn ich online gegangen bin, poste ich das auch nochmal. Und dann werde ich auch spontane Streams. Ich werde auch in meinen Urlaub versuchen, öfter abends zu streamen. Nächste Woche Montag hatte ich das vielleicht auch voll. Da mache ich ja meine eigene Karriere. Letztes Mal habe ich mit einem eigenen Verein, Taichstars FC, habt ihr ja gesehen mittlerweile. Die kompletten Streams packe ich ja so ungeschnitten rein. Außer ich spiele 2 Spiele, dann schneide ich halt die Spiele auseinander. Und sonst müsste das eigentlich passen. Ansonsten gehen wir weiter. Wir gucken uns erstmal die Mannschaft an. Wir haben einige Spieler mit 1,5. Die können wir natürlich direkt loben. Und die 3,5er motivieren wir mal, würde ich sagen. Sind ja auch nur 3 und dann passt das eigentlich. Dann passt das. Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Wir führen 1-0 gegen den starken Gegner aus Baumberg und hoffen, dass wir in der zweiten Mannschaft das genau so weitermachen können. Und Ussitalo darf sogar reinkommen, weil. Ja, okay, Bierschenk fängt sich gerade ein bisschen. Aber auch nicht wirklich, deswegen lassen wir Ussitalo mal rein und Backhaus darf auch mal sein Debüt geben. Araujo darf auch rein und Gribisch, nein, nicht Gribisch, Aspiasen kommt rein, Fatemjev. Dann sind wir durch mit den Wechseln. Jetzt müssen sie es halt durchhalten. Backhaus. Ne, Backauf. Jonathan Aspiasen macht sogar sein Tor. Janiffen, nice one, danke dafür. Backhaus, nee, 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 Backauf ist der Mädchenname vom Vater meiner Mutter. Nein, das ergibt keinen Sinn. Ist der Name des Vaters meiner Freundin. So,
Der Vater meiner Mutter. Mädchenname, der Vater meiner Mutter. Was laber ich? So, Ucitalo verletzt sich, das ist natürlich sehr bitter, aber wir sind in der 87. Spielminute, einmal ein bisschen Unterzahl, können wir spielen, das ist der Schluss, wir gewinnen. Wir gewinnen gegen Alemannia Aachen. So, Kretz und Asp Jensen, Jonas Kühn ist Spieler des Spiels. Warte, statistisch gesehen, 2 zu 9 Chancen, das ist schon mal stark. Wir sind weiter hochgekommen, aber Bövinghausen spielt 1-1 gegen Schweißers Essen, Gladbach 2, leider 2-0 gegen Oberhausen, Wuppertaler SV 0-1 gegen Köln, 2. AC Dortmund 2-4 gegen VfB Hilden, Westfalia Rhüner 0-2 gegen Wiedenbrück, Fortuna Köln 1-3 gegen Schalke, 2 Vertretung, Rot-Weiß Essen 1-2 gegen Sprock, Hövel, Rot-Weiß Aalen jetzt 3-0 gegen Steinbach Helga. Spieltagsstatistik, wir schauen, Kühn und Asp Jensen sind in der 11. Spieltag, am Spieltagstag ist der Elisier Mayenda, der junge Stürmer von VfB 03 Hilden. GG sagen wir dazu nur. Damit wären wir beim Spiel gegen den AC 09 Dortmund. Ich habe jetzt gerade schon Ucitalo reingemacht. Wie gesagt, ich wollte ihn halt spielen lassen für Bierschenk. Obwohl Bierschenk natürlich, ich kann mich über Bierschenk nicht beschweren. Er spielt optimal, ist stark, kostet wenig und... Ja, aber Ucitalo ist mein finnisches jugendliches Talent, das ich verleihen werde, sobald ich was Besseres finde. Weil ich will ihn wirklich aufbauen. Oh, Entschuldigung. Oh, okay, jetzt geht's wieder. Glaube ich, hoffe ich. Kann auch sein, dass ich gleich auf einmal aus dem Nichts niese. Wir gehen nochmal kurz rein in Finanzstatus. Da können wir jetzt gerade nichts erhöhen. Wir können auch nichts verschieben. Infrastruktur. Wie sieht es da aus? Kann ich nochmal bei Fitnessparcours was rein twirbeln? Nein, dafür haben wir zu wenig Geld. Wie sieht es aus mit Trainingszentrum? Trainingsplätze auch 300 und Trainingszentrum ist auch zu wenig. Das ist natürlich bitter. Vom Geld her können wir uns Klagenmaß, Plakatwand. Was bringt die denn? Mehr feste Einnahmen von Hauptsponsor. Okay. Dann haben wir Schulungszentrum 250.000 und Mietskaserne 300.000. Ja, wir bleiben erstmal dabei. Wir gehen hier nochmal gucken, was es für ablösefreie Spieler eigentlich gibt. Gibt es noch irgendwelche hier auf dem Markt, wo man sagen kann, okay, krass, vereinslos. Da müssen wir nochmal zuschlagen. Da haben wir Fabian Frei. Das wäre natürlich pure Erfahrung. Und wir haben Pachecho. Ach ja, warte. Ich bin nur auf defensive Mittelfeldspieler. Wir gehen mal komplett. Erstmal die Erfahrung. Bonaventura, Dubravka wäre natürlich auch nochmal. Alter. Monster. Duric, Yusuf Erdogan, Jordan Hugil. Fabian Frei wäre natürlich nochmal die Verstärkung, die man brauchen könnte, ne? Aber sonst haben wir hier Wade. Den lasse ich mal scouten. Und Froholt hier und Parejo lasse ich auch scouten. Vielleicht kommt da ja was raus, wo du denkst, nice one. Wer ist denn der Jüngste? Wir haben auch Viktor Froholt. Wieder scouten. Ach, der wird sogar gerade gescoutet aktuell. Der junge Däne. Und dann haben wir noch diesen hier. Ich lasse ich auch nochmal. Wie sieht es denn aus aktuell bei Scouting-Berichten? Haben wir schon den ersten Bericht? Nee. Tarenko, offensiver Mittelfeldspieler. Sieht natürlich nice aus, ne? Mit so einer 65er Grundstärke. Aber offensiv sind wir halt gut gesetzt. Sind wir halt sehr gut besetzt auch in der Offensive. So, gehen wir rein. Gegen AC Dortmund mit Ucitalo in der Startaufstellung. Ja, Slavinski hat sich halt wieder verletzt. Deswegen ist Araujo wieder dabei. Und wir hoffen einfach mal, dass das Beste raus und Jonathan, Asp Jensen und Ucitalo machen auch direkt das erste Tor. Niklas Kretz erhöht auf 2-0 nach kurzer Zeit. Merelles mit der Vorlage. Und es geht wirklich gut voran. Die Bagger auf Gästeseite mit der gelben Karte. Können wir hier noch was aufbauen? Bodiger auch nochmal die gelbe Karte. Also zwei Tore für uns, zwei gelbe für die. Kann gerne so bleiben. Am besten ist aber, wir bauen hier nochmal schön auf 3-0 aus vor der Halbzeit. Das wäre für mich das Wichtigste. Und Kretz hat auch Bock. Doppelpack. Merelles auch mit der doppelten Vorlage für ihn. Es sieht sehr stark aus. 3-0 vor Führung zur Halbzeit. Kann ich mitarbeiten. Wir loben die Einser. Davon haben wir sogar ein paar. Wir haben einen 4,5er mit Misan. Den kritisieren wir mal. Und hier haben wir noch eine 2. Die loben wir natürlich auch. So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Wir führen hier mit 3-0 gegen AS 09 Dortmund. Und die sind alle dabei. So.
Misan, fängst du dich oder eher nicht? Da müssen wir nämlich schauen. Es sieht aber nicht danach aus. Deswegen bringen wir den jetzt rein. Kribbelstaff Merell ist einfach mal ein bisschen Zeit geben. Armienwirf kommt rein und wir tauschen ihn mit Ast Jensen. Ja, so machen wir das. Und Araucha darf auch noch mal ein paar Minuten. Einfach weil wir es können. Einfach weil wir es können und er ist schon auf der Bank und darf auch ein paar Minuten spielen. Ositalo darf mal durchspielen. Und wir gewinnen 3 zu 0. Egal. Nimm ich mit. Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit kein Tor mehr geschossen haben. Statistisch gesehen gucken wir 8 zu 0 Chancen. Wir haben sie nicht rangelassen. Mereles ist Spieler des Spiels. Läuft auch hart. Wir sind rangekommen und das ist das Wichtigste. Wir gucken mal. Sportkövel spielt 1-0 gegen Rot-Weiß Aalen. Steinbach-Haiger 0-2 gegen Bövinghausen. Schwarz-Weiß Essen 1-3 gegen Fortuna Köln. Schalke 2-0-1 gegen Westfalia Rhinan. Wiedenbrück 6-2 gegen Baumberg. VfB 03 Hilden 3-3 gegen Wuppertal. Köln 2. 2-1 gegen Gladbach 2. Oberhausen 2-1 gegen Rot-Weiß Essen. Und damit sind wir einen Punkt hinter den zweiten und ersten. Das heißt, wir haben es jetzt selber in der Hand, wenn wir im nächsten Spiel gegen Wuppertal gewinnen und die wieder patzen sollten, können wir sie selber einholen. Das ist schon mal stark. Spieler des Tages sind Ast Jensen und Kühne in der Elf drin, aber Spieler des Tages ist Yannick Rochelt, der Linksaußen von Wiedenbrück. Dazu sagen wir nur eins, GG mit seinem Dreierpack heute. Ja. Gegen Wuppertal sind wir in der Bredouille. Max Weiß ist verletzt, fällt aus bis zum 19.11. Das heißt, er fällt die nächsten drei Spiele aus. Bretlow darf wieder ran. Wir gehen auch direkt in die Jugendmannschaft. Ziehen, oder? Ja, wir ziehen Oster wieder hoch. Oder warte. Wir ziehen Oster wieder hoch. In den Kader berufen. Ach, wir dürfen nicht mehr. Wir dürfen nicht mehr Jugendspieler. Dann ziehen wir den Jungen mal hier hoch. Aktion in die erste Mannschaft verschieben. 3 Wochen kommst du hoch und das dann auch direkt. Ich glaube, ich lasse dich auch direkt von Anfang an dann spielen. Bist zwar wesentlich schwächer. Aber Wagner ist verletzt. Das heißt, wir brauchen einen Sechser. Dann machen wir erstmal Üçüncü rein. Dann machen wir das so und Atembiyev kommt rein. Dann haben wir Scholl. Dafür haben wir aber Ortel geholt. Großkreis kommt dann mit. Und Slawinski kann auch wieder dabei sein. Dadurch sind wir natürlich schwächer. Aber. Wir können auch jetzt nochmal mit den Jungs reden. Das habe ich gerade vergessen. Das wollte ich ja vorhin machen. Aber ich habe es komplett vergessen. Wir nehmen hier Morea. Super letztes Spiel. Super letztes Spiel. Wir loben ihn einfach mal für sein letztes Spiel. Deswegen bist du auch hochgekommen und darfst ein paar Minuten auf dem Platz stehen. Und wir reden mit den Jungs. Morelles großes Lob natürlich. Spielt aktuell sehr stark, genauso wie Jonas Kühn mit dem 15er Form. Edelmann hat gut trainiert. Bretlo, du hast gut trainiert. Dass ich so oft spiele, das spielt gar nicht. Beste Leben. Gib im Training alles, Mengo. Paul Scholl, du hast gut trainiert. Bierschenk, du hast gut trainiert. Dann haben wir Ortel, gib im Training alles. Sawinski, vertrag durch wieder. Keine Lust, mit Niklas Kretz zu reden. Ah, die sind direkte Konkurrenten. Das kann zu unserem Vorteil sein, ne? Aber wir lassen lieber Bierschenk jetzt von Anfang an, damit wir ein bisschen mehr stärker sind. Ah, und gehen direkt in das Spiel dann. Gegen Wuppertaler SV. Geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Hoffentlich ist das nicht zu viel. Wir kassieren direkt das 1 zu 0 von Markus Stiepermann, der auch bei mir auf der Liste stand, aber leider nach dahin gewechselt ist. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Der müsste eigentlich bei mir mal auf der Liste gestanden haben, als Erfahrung, als Routinier für die Offensive. Und hoffentlich können wir das hier noch in der ersten Halbzeit ausgleichen und kassieren keins mehr. Jonas Kühn und Buchmann. Gerade noch gutes Spiel und jetzt ist meine Abwehr da nur mit 5er unterwegs. Beste Leben. Beste Leben. Wir haben 4 5er auf dem Platz. Ja, okay, jetzt sind es nur noch 3, aber dennoch. Was ist das? Was ist das gewesen? Und wir gehen mit der einzelnen, mit den einzelnen Rückstand in die Halbzeit. Spielergespräche. Kritisieren. 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 Und motivieren wir den Rest der Abwehr noch. Halbzeitansprache. Los, jetzt zeigt es ihnen. Ihr könnt das hier, ihr könnt das, ihr könnt das drehen. Ich gehe erstmal ohne Wechsel rein, weil es mir zu viele Fünferwechsel wären. Lukas Demming, Kretz gleicht aus. Wichtig in der 50. Minute. Wir bringen Mengo rein für Mizan. Dann gucken wir mal kurz Gastmannschaft. Atem, wer kann das spielen, außer Aspiansen? Ja,
Ja, dann wir fast wieder. Ich habe Ichinche mit. Ich brauche gar nicht gucken, wer das spielen kann. Ich brauche gar nicht. Nein, nicht so. So wollte ich das machen. Ich brauche gar nicht gucken, wer das spielen kann. Ja, Innenverteidigung kann ich leider nichts machen. Da kann ich leider aktuell nichts machen. Ich kann noch Slawinski reinbringen für Kretz, der zwar das Tor geschossen hat, aber, und Ositalo für Bierschenk. Und hoffen wir einfach, aber wir kassieren das 2 zu 1. Liedberg 68. Und das war's dann wahrscheinlich mit unserer Aufholjagd aktuell. Aber wir haben noch Zeit und Ositalo hat Bock. 2-2, 75. Minute. Wir können es nochmal spannend machen. Gibt es noch einen Lucky Punch auf der jeweiligen Seite? Am besten wäre natürlich für uns. Dies auch mit der Verletzung. Und sie können nicht mehr wechseln. Doch, sie können noch mal wechseln. Ich wollte gerade sagen. Wir gehen in die Schlussphase. Bleibt es bei dem Unentschieden oder kriegen wir wirklich den Lucky Punch noch hier raus? Dass wir zum ersten Mal führen. Aber es sieht nicht danach aus. Es sieht nicht danach aus. Und. Ja, nein, wir kassieren ihn sogar noch. Wir kassieren, wie bitter ist das? Wir sind zweimal zurückgekommen und in der 90. Minute Kevin Rodriguez Pires mit dem Tor. In unser Herz. Statistisch gesehen 8 zu 10 Chancen. Wir waren besser, aber Stiepermann ist Spieler des Spiels. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Und schauen. Bamberg spielt 1-1 gegen ASC Dortmund. Rot-Weiß-Ahlen 2-2 gegen Oberhausen. Gladbach 2-2-0 gegen Hilden. Westfalia Rhynern 1-3 gegen Schwarz-Weiß Essen. Fortuna Köln 1-1 gegen Steinbach Haiger. Rot-Weiß Essen 2-2 gegen Kölns Zweite. Wiedenbrück 1-0 gegen Schalkes Zweite. Und Bövinghausen 1-1 gegen Sprockhövel. Und die sind jetzt wieder 4 Punkte von uns entfernt. Aber es ist halt wie immer noch früh in der Saison und wir müssen jetzt im nächsten Spiel gegen Gladbach 2 und das nehme ich auf jeden Fall mit. Auch wenn die Folge dadurch ein bisschen länger ist. Ich weiß nicht genau, wie lang sie ist, aber sie wird auf jeden Fall länger sein als sonst. Nehmen wir mit. Wir sind hier nicht vertreten. Spieler des Tages ist Elvis Lindqvist, der junge Schwede von Schwarz-Weiß Essen. GG sagen wir dazu. Angekommen beim Topspiel, dass wir wieder auf 1 machen können. Wir können wieder auf 1 herankommen gegen Gladbachs Zweite. Wenn wir natürlich gewinnen. Ositalo ist in Topform, der darf auch rein für Bierschenk, Misan und Mengo. Ja, wir können ihn ja reinbringen. Scheißegal, ob Dortmund sagt, ja, das geht aber so nicht. Wir sind halt weiter angeschlagen. Wir sind halt weiter angeschlagen. Ortel ist nicht wirklich in Form. Haben wir noch in der Jugendmannschaft irgendwie einen Innenverteidiger, wo ich sagen kann, okay, den nehme ich dann lieber mit. Wir haben. Okay, wir könnten nie mitnehmen, aber dann lieber Johannes Osterland. In die erste Mannschaft, eine Woche. Erste Mannschaft hier. So. Osterland, Uchinchi. Und lassen ihn für Ortel spielen. Machen wir das lieber so. Weil bei uns gibt es das. Kretz ist sogar Spieler des Monats, Fußballer des Monats. Okay, auf jeden Fall sehr nice one. Kann man dazu nur sagen. Und wir gucken uns nochmal die Defensiven an. Wir haben hier Paul Wade und jetzt Parejo wird jetzt gescoutet. Hoffen wir mal, dass der ein bisschen talentmäßig und stärketechnisch besser ist. So. Wir gehen rein. Und Osterland hat jetzt die Möglichkeit. Geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Moreira. Erstes Spiel bei den Profis hast du verloren. Bei der ersten, bei den Profis, ja. Kann man sehen. Wie man will. Erstes Spiel hast du verloren. Drei Gegentore kassiert. Kann man nichts gegen machen. Wenn du jetzt wieder so viele Gegentore kassierst, dann gehen wir auf Bretlo. Dafür ist er ja eigentlich da. Aber ich wollte dem Jungen mal eine Chance geben, dass er sich in der ersten beweisen kann. Ein bisschen Erfahrung und wir kassieren direkt das 1 zu 0. 20 Minuten. Connor Nuss, Vorlage von Mendes. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Deswegen sage ich Mendes einfach. Besser so als komplett falsch. Ja, obwohl es bestimmt dann auch komplett falsch ist, wenn ich es falsch ausspreche. Es ist immer falsch, wenn ich es falsch ausspreche. Und wir gehen mit dem 1-0-Rückstand wieder in die Halbzeit. Genauso wie gerade. Und wir haben wieder 4,5. Was ist hier los? Kritisieren, kritisieren, kritisieren das komplette Mittelfeld. Das fast komplette Mittelfeld. Und im Tor haben wir eine 1. Der Junge macht einfach das Spiel seines Lebens. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Let's go. Bei der Halbzeit. Alle warm machen. Alle warm machen. Ja, Mizan kommt rein. So, Buchmann ist nicht wirklich im Game. Edelmann ist natürlich sehr gut im Game. Asbjørnsen kommt damit gar nicht klar mit der Position. Und wir kassieren das 2 zu 0. Dann gehen wir auch nochmal kurz rein. Artemjew. Ja, mit Jespen tauschen. Dann bringen wir Ortel als Sechser rein. Buchmann wird nach vorne gezogen. Dann spielen wir so einfach. Und Merelles wird nach hinten gezogen. Ne, das kann er gar nicht. Griebsch kommt einfach rein für ihn. Und Slawinski für ihn. Und dann müssen wir einfach hoffen. Müssen wir einfach hoffen. 3-0. Ja, wir haben direkt das. Wir haben davor, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wir haben das 3-0 noch kassiert.
Und damit sind es 7 Punkte. 7 Punkte. Es hat gut angefangen. Wir waren einen Punkt hinter ihnen. Eine Niederlage. Hauptkeeper tot. Tot. Verletzt. Dann sieht es schon anders aus. Und wir haben halt den Jungen hier die Chance gegeben. Er hat ein gutes Spiel gemacht, aber 3 Gegentore kassiert. 6 Gegentore in 2 Spielen. Ist viel zu viel für unsere Verhältnisse. Connor Nose ist Spieler des Tages. Statistisch gesehen haben wir 2 zu 15 Chancen. Die hätten uns eigentlich mehr abschießen müssen. Wir gucken mal. Und wir sind damit auf den 5. Tabellenplatz gefahren. 7 Punkte hinter Gladbach. 4 Punkte hinter Wiedenbrück, die verloren haben. Bövinghausen ist jetzt 2 Punkte vor uns und Kölns 2. vor uns. Und wir sind punktgleich mit Steinbach-Haiger und 1 Punkt nur noch vor Essen. Also wir können rein theoretisch im nächsten Spiel auf den 7. Platz fallen, wenn es Worst-Case-Szenario kommt. Oder wir halt wirklich, Worst-Case-Szenario ist natürlich, wir kassieren übelst auf die Fresse und Rot-Weiß-Aalen schießt übelst den nächsten Gegner ab und die müssen nicht gegen uns, wir müssen gegen Rot-Weiß Essen. Die kämpfen gerade gegen den Abstieg als Absteiger. Auch stark, wenn man auch so sieht, dass man das ist Bielefeld-Verhältnisse, bedauerlicherweise. Wir gucken uns aber die Ergebnisse an. Steinbach-Haiger spielt 4-0 gegen Westfalia Rhynern. Schwarz-Weiß Essen 1-0 gegen Wiedenbrück. Schalke 2-0 gegen Baumberg. AC Dortmund 1-2 gegen Wuppertal. Kölns 2-2-0 gegen Rot-Weiß Aalen. Rot-Weiß Oberhausen 0-2 gegen Bövinghausen. Sprockhövel 3-1 gegen Fortuna Köln. Und VfB 0-3 Hilden 1-1 gegen Rot-Weiß Essen. Spieltagsstatistik: von uns müsste da niemand drin sein. Ist es auch nicht. Spieler des Tages ist Matija Rom von Rot-Weiß Aalen. Dazu sagen wir nur GG. Und wie gesagt, hier würde ich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ihr könnt, wie gesagt, gerne morgen reinschauen bei Wacker Nordhausen in der Oberliga, wie ich da abschneide. Vielleicht mache ich das da besser als anders. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein und ciao. Weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass